Der FC Bayern hat mal wieder Geschichte geschrieben. Als erst zweites Team überhaupt konnte man alle 6 möglichen Titel in einer Saison gewinnen. Dies gelang bisher nur dem FC Barcelona 2009 unter Pep Guardiola. Seitdem Hansi Flick den FC Bayern im November 2019 von Niko Kovac übernahm, ging es steil nach oben. Spannender Offensivfußball, großer Zusammenhalt innerhalb der eigenen Mannschaft und eine starke Mentalität zeichnen die Münchner zurzeit aus. Ich bin großer Bayern-Fan. Ich mag die Stadt, die Spieler und die gerade angesprochene Mentalität. Allerdings gibt es einige Kritikpunkte, die mich am FC Bayern stören und wo ich als Fan nicht zufrieden bin. Heute werden wir nicht auf das Spielerische eingehen, sondern nur rein auf die Vereinspolitik rund um den FCB. Mir sind 3 Punkte besonders wichtig, die ich im heutigen Video ansprechen werde. Zuerst möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass bei Bayern natürlich die letzten Jahre nicht alles falsch gelaufen ist. Sonst wäre der Champions League-Titel vom letzten Jahr und die vielen anderen Titel ja nie möglich gewesen. Ich möchte hier nicht den Eindruck einer Zerstörung vermitteln. Grund Nummer 1. Mein erster Punkt, über den ich gerne sprechen möchte, ist das Sponsoring mit Qatar Airways. Der Deal ist folgender. Der FC Bayern reist seit 2011 ins Trainingslager nach Doha, die katarische Hauptstadt, um sich auf die Rückrunde der Saison vorzubereiten. Außerdem erhält der FCB über 10 Millionen Euro jährlich. Wie ihr sicher schon gesehen habt, sind auch überall beim Rekordmeister die Logos von Qatar Airways. Zum Beispiel bei Pressekonferenzen im Hintergrund oder hier auf der Seite bei Trikots. Die Zusammenarbeit läuft seit 2011, das Sponsoring wurde jedoch 2018 noch einmal erheblich ausgebaut und beide einigten sich auf einen 5-Jahres-Vertrag bis 2023. Doch wer oder was ist eigentlich Qatar Airways? Qatar Airways ist ein Flugunternehmen, was der katarischen Regierung und damit der katarischen Herrscherfamilie Al-Thani gehört. Und jeder, der ein bisschen Grundwissen und Moral hat, weiß zumindest, dass es Katar mit Menschenrechten nicht ganz so ernst nimmt. Man könnte auch sagen, gar nicht. Ein paar Beispiele. Katar sieht Frauen immer noch nicht gleichgestellt mit Männern und sieht Homosexualität als abnormal an und bestraft dies sehr hart. Ein anderes Beispiel ist, dass der Herrscher des Emirats Dubai, der katarischen Hauptstadt, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, nachweislich seine eigene Tochter Latifa foltert und gefangen hält. Nur weil diese gerne woanders leben möchte. Im Übrigen hört man ganz selten was von ihr. Man munkelt, sie könnte nicht einmal mehr am Leben sein. Der FCB entfernt sich immer mehr von seiner eigenen Heimat und versucht mit eigentlich schon fast kriminellen Machenschaften die angebliche Internationalisierung des Fußballs voranzutreiben. Auf die Umstände vor Ort angesprochen, meinte Andreas Jung, der Marketingvorstand der Bayern, folgendes. Qatar Airways wächst gegenwärtig und erschließt sich neue Bevölkerungsgruppen auf dem asiatischen bzw. dem amerikanischen Markt. Das kommt uns Internationalisierung entgegen. Hier werden wir gemeinsame Strategien entwickeln können. Wisst ihr, wie das für mich klingt? Für mich klingt das so, als ob die Bayern in erster Linie nur Entwicklungshilfe leisten wollen und Geld nur nebensächlich ist. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Es geht natürlich nur um Geld. Es gibt meiner Meinung nach keine Argumente für das Katar-Sponsoring. Der FC Bayern tritt als Markenbotschafter auf, um zu zeigen, wie toll doch dort angeblich alles ist. Dieses Land benutzt den Rekordmeister als Propagandarohr nach Europa. Das ist der einzigste Grund, warum sich der katarische Diktator auf einmal beginnt, für europäischen Fußball zu interessieren. Dem FCB geht es hier nur ums Geld. Grund Nummer 2. Mein zweiter Punkt, der mir persönlich wichtig ist, ist der Umgang mit den Fans und den Vereinslegenden, die viel für den FC Bayern geleistet haben und trotzdem sehr schlecht behandelt werden. Dass es die Bayern die letzten Jahre mit Meinungsäußerungen vor allem von Journalisten, Fans und Vereinslegenden gar nicht ernst nehmen, ist inzwischen allgemein bekannt. Mir persönlich kommt immer wieder die Pressekonferenz von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic vom Oktober 2018 in Erinnerung. Dort kritisierte man per Rundumschlag alle, die durch den damals ausbleibenden sportlichen Erfolg den Verein zu Recht hinterfragten und kritisierten. Man versuchte damals per Grundgesetz zu argumentieren, warum der FC Bayern nicht in Frage gestellt werden darf. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang
mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das sagt einer, der Qatar Airways als Hauptsponsor im Hintergrund hängen hat. Was soll man dazu schon sagen? Da fühlt man sich als Fan echt ver... Der Umgang mit Fans bei Bayern ist inzwischen eine Katastrophe. Ein Fan hat als Beispiel Stadionverbot bekommen, weil er seine Meinung gegen das Katar-Sponsoring öffentlich gesagt hat. Die Situation war folgende. Im Februar 2020 hatten die Bayern-Amateure gegen den Halleschen FC ein Spiel in der dritten Liga im Grünwalder Stadion. Vor den Zuschauerrängen hing ein Banner mit der Aufschrift Bayern-Amateure gegen Montagsspiele. Montagsspiele sind bei den meisten Fans unbeliebt, weil wenn man seinen Verein vor allem auswärts supporten möchte, muss man sich extra frei nehmen. Das ist für viele ein Problem. Dieses Plakat war eigentlich nichts Besonderes und hat während dem Spiel auch nicht viel Aufmerksamkeit bekommen. Doch knapp einen Monat später erhielt besagter Fan einen Brief vom FC Bayern. In diesem stand drin, dass er Hausverbot für alle Anlagen der Säbener Straße, des Grünwalder Stadions, der Allianz Arena und dem FC Bayern Campus bekommt. Die Begründung war, dass er Urheber des besagten Banners ist, was im Übrigen auch stimmte. Der Fan ist anwaltlich gegen diesen Brief vorgegangen, weil das natürlich komplett von der Meinungsfreiheit gedeckt wird. Sein Anwalt, Dr. Andreas Hüttel, ist allerdings der Meinung, dass an diesem Fan ein Exempel statuiert wurde, wie man in Zukunft mit kritischen Fans umgehen wird. Der Anhänger war nämlich unter anderem auch Mitorganisator der Podiumsdiskussion Katar, Menschenrechte und der FC Bayern. Hand auf, Mund zu. Wo er auch als Redner auftrat und den FC Bayern scharf kritisierte. Offensichtlich war nicht nur das Plakat das Problem, sondern dass jemand öffentlich seine Meinung als Fan über die Bayern äußert. Und das passt dem FCB natürlich gar nicht. Doch der FC Bayern behandelt nicht nur kleine Fans nicht gut, sondern hat inzwischen auch kein Problem mehr damit, Vereinslegenden wie Paul Breitner natürlich wegen skeptischer Meinung vor die Haustür zu setzen. Nach der Pressekonferenz der eingeschnappten Bayern im Oktober 2018, von der ich euch erzählt habe, sagte Breitner in der Sendung Blickpunkt Sport folgendes. Bei Hoeneß geht es immer um die FC Bayern-Familie. Da müssten jetzt die Kinder der Familie sagen, für den Papa müssen wir uns jetzt gewaltig schämen. Die Folge war, dass Uli Hoeneß ihm empfohlen hat, die Ehrentribüne des Stadions zu meiden und sich dort nicht mehr blicken zu lassen. Daraufhin gab Breitner seine Freikarte für die Ehrentribüne mit den Worten: Ich möchte den einen oder anderen Moment sowieso nicht sehen. Zurück. Er wollte den Eindruck nicht erwecken, dass er diese Karte nur habe, um kostenlos ins Stadion zu kommen. Inzwischen ist Breitner auch nicht mehr Clubpräsident. Wie kann man mit so einer Clublegende so umgehen? Breitner war Teil der Mannschaft, der goldenen 70er Mannschaft, die den FC Bayern damals zu dem gemacht haben, was er heute ist. Wir als Bayern-Fans haben diesem Mann so viel zu verdanken. Und Uli Hoeneß behandelt ihn wie Dreck. Nur weil dieser Mann gesagt hat, was ihm nicht passt und was viele sowieso denken. Aber Hauptsache, die Kohle fließt und jeder, der nicht reden soll, hält die Klappe. Grund Nummer 3. Bei meinem dritten Punkt geht es konkret um Uli Hoeneß. Keine Frage, er hat viel für den FC Bayern geleistet. Wirtschaftlich steht der Club zu einem großen Teil dank ihm, trotz Corona-Pandemie, im Verhältnis zu anderen Vereinen sehr gut da. Schalke 04. Die Bayern standen mit Uli Hoeneß an vorderster Position immer für seriöses Finanzmanagement. Und das ist meiner Meinung nach bis heute so. Und ja, das ist zu einem großen Teil Uli Hoeneß Verdienst. Doch die letzten Jahre von Uli Hoeneß waren suboptimal. Nachtreten, draufschlagen, zu allem seine Meinung rausballern, ob man gefragt ist oder nicht und sich selbst vor den Verein stellen. So würde ich die letzten 4 Jahre von Uli Hoeneß beschreiben. Doch der Reihe nach. Nachdem Uli Hoeneß wegen seiner Steueraffäre, auf die ich jetzt aus Zeitgründen nicht genauer eingehen werde, aus dem Knast entlassen wurde, kam er zum FC Bayern zurück und übernahm seinen Job als Aufsichtsratsvorsitzender und Präsident wieder. Diese Jobs hatte er auch schon vor seiner Haftstrafe. Und das finde ich sogar okay. Jeder hat eine zweite Chance verdient und da bin ich der Letzte, der sagt, dass dieser Mann nicht mehr bei Bayern arbeiten hätte dürfen.
Er hat ja schließlich in der Vergangenheit auch viel für den Club getan und daher fand ich eine zweite Chance nur fair. Allerdings ist er seit Ende 2019 zurückgetreten mit der Begründung, dass er jetzt als Nachfolger die richtigen Leute gefunden hat. Herbert Hainer als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender und Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender. Er ist jetzt nur noch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Das bedeutet eigentlich, dass er weniger Macht innerhalb des Vereins hat. Doch ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, ob er das weiß. Er mischt sich meiner Meinung nach zu oft in Sachen ein, die ihn nichts oder nur noch wenig angehen. Ein Beispiel ist der Fall David Alaba. Er wird ja jetzt im Sommer den Club verlassen, in erster Linie ging es hierbei um Geld. Man konnte sich auf keine Vertragsverlängerung einigen. Bayern war nicht bereit, ihm seine Gehaltsanforderungen zu bezahlen, um das Gehaltsgefüge innerhalb der eigenen Mannschaft bei Bayern nicht zu sprengen. Doch zu einem Zeitpunkt, als die Bayern noch in Vertragsverhandlungen mit David Alaba und dessen Berater Pini Zahavi standen, schoss Uli Hoeneß, obwohl es ihn ja jetzt eigentlich nicht mehr wirklich was angehen würde, öffentlich im Sport1 Doppelpass gegen den Berater von David Alaba. Das war im Spätsommer 2020. Dort sagte er: Wir wollen alle, dass David bei uns bleibt, aber er hat einen geldgierigen Piranha als Berater. Mit so einer Aussage setzt er sowohl die Bayern als auch David Alaba und dessen Berater unter Druck. Alaba wird den Verein im Sommer jetzt verlassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses öffentliche Unterdrucksetzen auch ein Grund war. Außerdem setzte man Alaba mit einem Zeitlimit bis zum 31. Oktober beim letzten Vertragsangebot weiter unter Druck. Da ist ja kein Wunder, dass der dann geht. Solche Beispiele, wo sich Uli Hoeneß einmischt und damit nur noch mehr Schaden anrichtet, gibt es viele. Ich frage mich, ob Uli Hoeneß weiß, dass der FCB nicht ihm gehört. Manchmal könnte man meinen, dass er das nicht weiß. Mir geht es hier nicht darum, an Uli Hoeneß, der sicher viel für den Club geleistet hat, rumzumeckern. Mir geht es hier nur um den FC Bayern. Er geht mit Vereinslegenden wie Paul Breitner schlecht um. Er tritt regelmäßig gegen Ex-Spieler von Bayern nach und er bringt laufende Vertragsverhandlungen von David Alaba zum Abbruch. Uli Hoeneß schadet mit diesem Verhalten sich, dem FCB und zerstört sein Image, was er sich jahrelang davor aufgebaut hat. Der FCB muss aufpassen, dass er sich nicht immer mehr von Fans wie mir distanziert, weil wir Fans haben eine gewisse Leidensfähigkeit. Doch wenn diese überstrapaziert wird, hat der FCB ein riesiges Problem. Fans sind das Wichtigste im Fußball. Ohne uns würde gar nichts gehen, weil der Fußball ein Produkt ist, was von Zuschauern Emotionalität und Leidenschaft lebt. Wenn diese verloren geht, gehen beim FC Bayern, wie bei jedem anderen Club auf dieser Welt auch, die Lichter aus. Ich bin mir nicht sicher, ob man sich dessen in München bewusst ist.